Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 6. November 2013 mit der Nummer 215. Finnland. Männer mittleren Alters, deren Ernährungsbasis größtenteils aus Junkfood besteht, wie zum Beispiel verarbeitetes Fleisch, zuckerstarrende Getränke, die haben gute Chancen, an einer Depression zu erkranken. Die hat eine neue Studie feststellen können. In dieser Studie mit mehr als 2000 Männern konnten finnische Wissenschaftler zeigen, dass eine gesunde Ernährung das Risiko für eine mentale Störung signifikant senkt. Sie zeigte, dass die Teilnehmer, die zumeist Gemüse, Früchte, Beeren, Vollkornprodukte, Geflügel, Fisch und Käse mit niedrigerem Fettgehalt aßen, weniger Symptome ausbildeten, ein geringeres Risiko für die Erkrankung hatten, informierte gesund-heilfasten.de. Es gibt da jetzt auch ein interessantes Video, was heute Morgen ab 5 Uhr auf dem ZDF kam. Das sollten sich alle mal anschauen. Ich werde den Link noch reinsetzen, dann später. Was wir eigentlich essen. San Salvador. Die bolivianische Allianz für die Völker unseres Amerika, ALBA, Projekt verschiedener linksgerichteter Staaten in Südamerika, könnte im kommenden Jahr um ein weiteres Land wachsen. Der Präsidentschaftskandidat der Nationalen Befreiungsfront, Farabundo Martí, Salvador Sánchez Cerén, hat angekündigt, bei einem Wahlsieg der bolivianischen Allianz bei ALBA beizutreten, meldete die freiheitsliebe.de. Madrid. Der spanisch-französische Journalist und Amerika21.de Kolumnist Ignacio Ramonet hat nach einem Besuch in Venezuela die Situation in dem südamerikanischen Land mit der Lage in Chile 1973 vor dem gewaltsamen Sturz des sozialistischen Präsidenten Allende verglichen, vor einem schleichenden Putsch gewarnt. Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 8. Dezember gäbe es Bestrebungen, die venezolanische Verwaltung in Auflösung zu treiben, soziales Unbehagen in der Bevölkerung zu provozieren. Die Wahlen werden erwartungsgemäß als politisches und soziales Stimmungsbarometer dienen. Japan. Ich habe niemals über Chemtrails oder Harp geschrieben. Als Veterans Today zum vielleicht wichtigsten Mitspieler im Bereich globaler Nachrichten wurde, haben wir damit begonnen, höhere Maßstäbe anzulegen als die Mainstream-Medien. Wir verfügen über solide Informationen, dass dieser Taifun nicht natürlichen Ursprungs ist und man sich bemüht, ihn gegen Japan einzusetzen. Wir lassen die Öffentlichkeit wissen, dass es Bestrebungen gibt, den Sturm unter Einsatz hochgeheimer Technologie aufzulösen. Nun sehen wir eine Gegenreaktion durch irgendjemanden. Eine Karte beschrieb den Angriff, wobei mithilfe von Chemtrails der Sturm wieder an Stärke gewinnen soll, übermittelte politeia.org. Georgien. Letzte Woche. Der Präsidentenkandidat der herrschenden Koalition, georgischer Traum, Georgi Margvelashvili, erhielt 62,16% der Stimmen nach Auszählung von 85% der Wahllokale. Die Vereinte Nationale Bewegung und ihr Kandidat David Barkaradze wurde mit 21,88% Zweiter, Nino Bourtianadze für die Demokratische Bewegung mit 10,2% Dritter, unterrichtete einerschleret.blogspot.de. Vilnius. Der vor einer Woche gewählte georgische Präsident Margvelashvili hofft auf ein Assoziierungsabkommen mit der EU im kommenden Jahr. Margvelashvili reiste bei seinem ersten Auslandsbesuch nach Litauen. Er wird die Delegation Georgiens beim Gipfel der östlichen Partnerschaft am 28. und 29. November in Vilnius leiten. Dabei soll ein Assoziierungsabkommen zwischen Georgien und EU paraffiert werden. Wie Margvelashvili betonte, wird der Paraffierung eine komplizierte Arbeit folgen.
Wir hoffen, dass wir das Abkommen im Herbst 2014 unterzeichnen werden, zitierte de.rian.ru. Ankara. Der türkische Staatspräsident Gül hat sich Sonntag zu der Lage in Syrien geäußert und unterstrichen, wenn die Weltgemeinschaft nichts für ein Ende von Gewalt und Krise unternehmen würde, könnte Syrien zu einem weiteren Afghanistan am Mittelmeer werden. Ja, das ist ja der Plan. Ich glaube nicht, dass die Weltgemeinschaft ein weiteres Afghanistan in dieser Region erduldet. Deshalb muss die Weltgemeinschaft ganz konsequent dagegen vorgehen, teilte German.irib.ir mit. Kairo. Die syrische Opposition hat nicht die Absicht, an der Genf II-Konferenz zur friedlichen Regelung in Syrien teilzunehmen, wenn ihr eine Delegation Teherans beiwohnt, sagte Ahmed Charba, Chef der Nationalen Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte, bei einem Sondertreffen der Außenminister der Arabischen Liga, leitete marialourdesblog.com weiter. Da kann es nie zu Friedensgesprächen kommen, wenn immer einer, der die stärkere Hand hat, es ablehnt. Klar, es ist ja auch nicht gewollt. Teheran, kurz von gegenfrage.com. Wie Irans Finanzministerium meldete, geht dem Land aufgrund der US-Sanktionen allmählich das Geld aus. Die Islamische Republik kann auf zusammengerechnet 100 Milliarden Dollar nicht zugreifen, die von ausländischen Banken eingefroren wurden. Eine Schweinerei sondersgleichen. Dubai. Nochmal de.rian.ru. Syriens Präsident Assad hat nach Ansicht der VSA und Saudi-Arabiens seine Legitimität verloren. Muss gehen, erklärte der saudi-arabische Außenminister Prinz Saud al-Faisal am Montag. Unser gemeinsamer Standpunkt läuft darauf hinaus, dass Assad gemäß den Vereinbarungen der Genf I-Friedenskonferenz keine Rolle in der Übergangsperiode in Syrien zukommt, sagte al-Faisal bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister John Kerry. Na klar. Wer bestimmt eigentlich die Legitimität eines Staates? Das Ausland? Was sagenhaft, also manchmal fehlen einem wirklich die Worte. VSA. Stein des Anstoßes war die Präsentation der Studie Ethik fallen gelassen. Einer Gruppe von 20 Experten aus Militär, Medizin, Rechts- und Gesundheitswesen. Die Forscher befassten sich 2 Jahre lang mit der Rolle des medizinischen Personals in den Militärkerkern von CIA und Pentagon in Guantanamo, Afghanistan und anderswo weltweit. Ihr Resümee? Amerikanische Dienste haben Mediziner nicht nur in Verhöre und Folter eingebunden, sie ließen von diesen sogar Methoden entwickeln, entsetzte sich zu Recht jungewelt.de. Schon erstaunlich. Angeblich den Eid des Hippokrates zu schwören und alles gegen die Menschheit zu machen. Schon erstaunlich. New York City. Jetzt drückte die Anti-Defamations-League, also die ADL, eine weitere selbstberufene pharisäische Krake um das Kapitol, ihre Verzweiflung in einer sehr undemokratischen Rede aus. Wer bilden amerikanische Politiker sich eigentlich ein zu sein? Sie seien nicht da, um gemäß dem Willen der Amerikaner zu agieren, sondern dem Willen des pharisäisch-zionistischen Herrenvolks. Bitte weiterlesen bei euro-med.dk. Welt. Nochmal euro-med.dk. Es wird ein Elitistenkrieg gegen die unnützen Esser der Menschheit geführt. Die Menschen Europas und Amerikas sinken in tiefe Armut und Arbeitslosigkeit, verstehen den Grund dafür nicht. Die Illuminaten kalkulieren so. Erstens, das Fußvolk müsse wirtschaftlich am Boden sein. Zweitens, Konsolidierung ihrer NWO könne nur durch den Dritten Weltkrieg durchgesetzt werden, wonach die Überlebenden die Illuminaten darum bitten werden, ihnen aus dem Chaos zu verhelfen. Die Illuminaten wissen, Menschen müssen hungrig sein, um Revolutionen und Kriege zu akzeptieren. Ich hoffe, der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Brüssel. Zeitgleich mit der Durchführung der strategischen Übungen der schnellen Eingreiftruppe der NATO, Stettfest, Czes, in Polen
und den baltischen Ländern beginnt das Bündnis mit der Vorbereitung von internationalen militärischen Manövern, die im Jahr 2015 stattfinden, kündigte NATO-Generalsekretär Rasmussen am Montag an. Verfügbaren Informationen zufolge werden diese Übungen in Spanien, Italien, Portugal stattfinden, die größten militärischen Manöver der Allianz seit Anfang des Jahrhunderts. Rasmussen erklärte auch, dass die laufende militärische Übung Steadfast Chess nicht gegen Russland gerichtet sei, berichtete German.ruvr.ru. Brüssel-Straßburg. 6 Einheiten werden in Brüssel in der EU-Intelligenz-Community zusammengefasst. Nur für Europol besteht eine rechtliche Grundlage. Die anderen 5 Geheimdienste agieren frei von Kontrolle, müssen auch keine Rechenschaft gegenüber dem EU-Parlament abliefern. Es hat kein Mitspracherecht. Gerade wieder wurde eine entsprechende Initiative des Parlaments für eine bessere parlamentarische Kontrolle abgelehnt. Von wem eigentlich und warum? Frech erlauben sich die intransparenten, nicht legalen EU-Geheimdienste dennoch eine jährliche Erhöhung des Budgets, was bis jetzt immer durchgewunken wurde, heute rund eine Viertelmilliarde Euro jährlich, schrieb Seite 3.ch. EU. Machthungrig, geldgierig, lobbyverseucht, diktiert das Brüsseler Politbüro das Alltagsleben seiner Untertanen. Nun zittern die EU-Eliten vor der nächsten Europawahl, begleitet von willfährigen Mainstream, der Kritiker abkanzelt. Doch die Wahl ist bedeutungslos. Das EU-Parlament gleicht der Volkskammer in der DDR, konstatierte mmnews.de. Quimper, Frankreich. Unsere Nachbarn links des Rheins sind etwas temperamentvoller als wir hierzulande. Es ist einfach erfrischend zu sehen, wie dem Regierungsfilz mit seinem Steuerwahnsinn dort Beine gemacht wird, freute sich Mirabais girivalam.blog.de. In Quimper in der Bretagne gab es richtig Randale bei einer Großdemonstration gegen die Steuerpläne von Holland. Die Bilderstrecken sehen nach Straßenkampf aus. Operation geglückt für die demonstrierenden Rotmützen. Auch die Jakobiner zur Zeit der Französischen Revolution trugen rote Mützen. Kein Wunder, dass man befürchtet, die Proteste können sich auf ganz Frankreich ausweiten. Die Krönung der französischen Empörung aber ist eine laufende Petition, die Unterschriften zum Rücktritt Präsident Hollandes sammelt. Wir beschuldigen Minister Hollande, im Ausland ein erbärmliches Bild von Frankreich abzugeben, sich in der Öffentlichkeit falsch über die Geschichte des Landes zu äußern, die nationalen Bräuche mit Füßen zu treten, weder national noch international das notwendige Format zu haben und selbst seine eigene Regierung nicht mehr zusammenhalten zu können. Kein Präsident des Volkes zu sein, dafür aber einer der Parteien und der Lobbys. Frankreich durch Steuern und Verschwendung zu ruinieren. Die haben es wenigstens drauf, aber hier traut sich keiner. Brüssel, Straßburg, Deutschland. Nur in den seltensten Fällen wissen Deutschlands Verbraucher derzeit, woher das Fleisch kommt, das sie im Supermarkt kaufen. Die EU-Kommission prüft nun die Einführung einer verbindlichen Herkunftskennzeichnung für Schweine, Geflügel, Schaf und Ziegenfleisch. Je nach Art der Kennzeichnung könnten die Produktionskosten um bis zu 50% steigen, heißt es im Entwurf eines Berichtes der EU-Kommission an das Europäische Parlament. Die höheren Kosten können zu einem Großteil auf die Verbraucher abgewälzt werden, stand bei derwesten.de. Na klar, dazu passt wieder, wie ich anfangs das Video erwähnt habe, was heute Morgen ab 5 Uhr im ZDF lief. Nur noch Chemie wird produziert, nichts Gewöhnliches, Natürliches mehr. BRID. 131 Milliarden Euro gingen in den Bereich Arbeit und Soziales, wurden also für Menschen ausgegeben, die mit ihren Steuerzahlungen den ganzen Betrieb erst einmal möglich machen. Völlig legitime Ausgaben, 222 Milliarden wurden für etwas anderes ausgegeben. Allein die Finanzverwaltung verbrauchte 2011 62,3 Milliarden Euro. Das muss ein sehr reiches Land sein,
dieses Deutschland, dass es solche Traumgehälter und Supermieten für seine Verwaltung zahlen kann. Ist es aber nicht. Schaut man sich die Staatsverschuldung an, so liegt im ersten Quartal 2013 bei 2.150 Milliarden Euro der absolute europäische Spitzenwert, stellte archivfuegwerner.wordpress.com desillusioniert fest. Nochmal BRID. Aus einem Netzbrief. Bleibt der Wohnungsinhaber weiterhin die willige Melkkuh der Nation? Über seinen Kopf hinweg wird der Inhalt seiner Brieftasche und seines Kontos schon verplant. Die Verordnungs- und Gesetzesflut wegen der Klimaschutz- und Energieeinsparphobie erklimmt neue Gipfel des Wahnsinns. Ökostromerzeuger erhielten bereits 2012 rund 20 Milliarden Euro staatlich verordnet zugeteilt, obwohl sie Strom für nur 3 Milliarden Euro erzeugt haben. Schon droht dem Wohnungsinhaber die weitere Erhöhung der EEG-Umlage bei Strom ab 2014 auf 6,3 Cent je Kilowattstunde. Somit ein noch größeres Missverhältnis zwischen Kosten und erhaltener Leistung. Berlin. Union und SPD wollen drastische Mieterhöhungen vor allem in Großstädten stärker eindämmen, den Bau von Mietwohnungen weiter fördern. Die zuständige Arbeitsgruppe in den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen einigte sich auf ein Paket für bezahlbares Bauen und Wohnen, wie am späten Montagabend in Berlin mitgeteilt wurde, übermittelte handelsblatt.com. Wieder BRID. Es gibt Leute, die in der naheliegenden Stadt ansässig sind. Die Häuser waren neu. In zwei Dekaden haben die Zigeuner diese Häuser so zugerichtet. Ich verstehe die Zigeuner nicht, dass sie einerseits da raus und ins Paradies wollen, andererseits die Häuser im Sozialparadies genauso zurichten. Auch in manchen muslimischen Ländern herrschen solche Zustände an Verdreckung und Vermüllung, wobei aber die Zigeuner noch schlimmer sind. Ich weiß nicht, an was es liegt, dass sowas anhält über Jahrhunderte. Religion alleine kann es nicht sein. Es muss sowas wie eine Degeneration durch permanente Inzucht oder ähnliches vorliegen, vermutete hartgeld.com. Ortenberg. Ein 21- und ein 23-Jähriger sind zu Fuß in Richtung Marktplatz unterwegs, als sie auf eine 4- bis 6-köpfige Gruppe Südländer zwischen 20 und 25 treffen. Diese Gruppe greift die beiden an. Dabei wird der 23-Jährige durch Schläge am Kopf leicht verletzt. Der 21-Jährige wird mit einem Messer angegriffen, dabei am Oberkörper schwer verletzt. Zwei Zeugen leisten erste Hilfe, verständigen die Polizei. Ein Rettungswagen bringt den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Gruppe kann flüchten. Möglicherweise sind die Südländer unmittelbar vor diesem Angriff bereits einmal auf dem Marktgelände durch eine Schlägerei aufgefallen. Hitradio FFH verschwieg in seiner Berichterstattung die Herkunft der Täter, stellte deutschelobby.com fest. Einen ähnlichen Vorfall erzählte mir am Montag ein sehr guter Bekannter in München auf einer Rolltreppe, wo auch ein Mann geschubst wurde und geschlagen wurde. Dabei kam eine ältere Dame zu Fall und schlug sich den Schädel an der Rolltreppe auf. Und die lieben Asylanten oder Emigranten oder Migranten rannten natürlich wieder davon und konnten wieder nicht festgestellt werden. Toll, was hier alles passiert. Die gute Nachricht von nordbayern.de. Etwa 250.000 Euro hatte ein älteres Ehepaar auf der Rückbank eines Taxis vergessen, vom ehrlichen Fahrer zurückbekommen. Güntner hatte die Eheleute von einer Bank in Würzburg abgeholt, nach Hause gebracht. Als der nächste Fahrgast einsteigen wollte, entdeckte Güntner einen Stoffbeutel, warf einen Blick hinein, sah die vielen 500-Euro-Scheine. Eine halbe Stunde später hielt er wieder bei dem Ehepaar vorm Haus, gab die Stofftasche samt Inhalt zurück. Sie war käseblass und hat gesagt, sie haben uns das Leben gerettet. Er habe von den beiden dann 12,30 Euro verlangt für die Anfahrt. Es gibt eben auch noch gute Taten, Gott sei Dank. Der Taxifahrer war garantiert ein Deutscher. So, das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wieder sehr fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche euch einen recht schönen guten Abend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und jetzt winke ich mal ganz speziellen Leuten. Hallo, ich hatte es versprochen am Samstag. Ciao.
und tschüss.